Stille. Zweite Runde. LA steht an, hier in Dirt 2. Willkommen zurück. Action! So. Und yeah, da fliegen sie aber. Von rechts auf links. Oh, das ist, ach ja, das ist wieder gespiegelt. Dachte schon, was ist das denn für ein Kurs? Den kenne ich doch wieder nicht. Oh. Den kenne ich so aber wirklich noch nicht. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Eieiei. Das könnte anspruchsvoll werden. Mal gucken. Oh, was ist denn hier los? Da ist einer überambitioniert. Hat sich meine Zunge fast überschlagen bei dem Board, ne? Oh, ich kenne die Kurven so rum natürlich gar nicht. Oh. Ah ja, hier ist... Nee, das stimmt ja gar nicht. Das ist, ich dachte, jetzt komme ich zum... Oh, Springbrunnen, sorry. Au. Nee, das ist ja was ganz anderes, oder? Ich kann es überhaupt nicht einordnen, gerade wo ich bin. Ah, doch, hier, ja. Mhm. Das ist das hier. Ey, halt. Ich glaube, das könnte anspruchsvoll werden, aber ich bin ja so gut durchgekommen beim ersten Mal. Und jetzt bin ich schon an der Jade dran. Wow. Oh, hoppala. Okay, das war die erste Runde. Ein bisschen schief aufgekommen. Naja, egal. Okay. Jade wird eine ordentliche Nummer. Das habe ich scheiße gemacht. Da flitzt sie mir davon. Oh. Aber so richtig. Sagen wir mal so, es sind zwei Rennen. Das erste Rennen lief gut. Zweiter Platz wäre okay. Fährt mir ja so richtig weg gerade. Das kannst du besser. Los, gib Gas. Oh, sie feuert mich sogar an. Wie fair. Ah. Boah. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Und ungefähr einer. Warum? Was ist denn jetzt los? Wow, Bruchpilot. Ja, aber... Pass auf. Ja, aber... Warum? Au. Oh. Shit, jetzt... jetzt hätte ich sie fast nochmal erwischt. Gut, okay, das war keine so pralle zweite Runde. Obwohl, hier ist dann man dann wieder nah dran, ne? Ah ja, okay. So. Oh Gott. Zum Glück ging das ohne Wiederholung. Autsch. Ah! Ey. Okay, man sieht ganz klar, wo meine Schwächen sind, nämlich hier. Oh! Ah! Sage mal. Nee, also, hallo. Puh. Ja, die zischt mir weg hier. Vielleicht kriege ich sie am Ende wieder. Dann hätte ich eine Chance, diese Runde noch zu holen. Ansonsten bleibt der zweite Platz. Ich bin Nummer 1. Für den Moment, Katie. Katie, sage ich schon. Für den Moment, Jade. Für den Moment. Tschüss. Hat sie die Wand geküsst. Wagen hinüber. Das war's. Oh, das ist natürlich bitter. Das tut mir leid. Aber freut sich doch auch mal einer für mich. Aus. Vorbei. Ende. Hey, Bruchpilot. Das sieht echt gut aus bei dir. Wie sie alle immer noch so faire Sportsleute sind, ne? Finde ich toll. Ich habe jede Menge Lackierungen für dich. Hey, Bruchpilot, das nenne ich mal einen Sieg. Bravo. So, wo ist denn beim letzten Mal so viel reingekommen? London ist wieder was Neues dazugekommen. Ja. Kalifornien und also Baja und
Marokko sind recht voll. Malaysia könnte man auch mal wieder machen. Hier die Domination, die konnte ich doch letztes Mal nicht machen, wegen der Zeit. Jetzt mache ich sie mal. Okay, das ist wieder... Das sind wieder zwei Runden. Ach nö, auch die Buggies. Oh shit. Kann ich mir einen neuen leisten? Oh, guck mal. Dann kaufe ich mir einen neuen. Reicht gerade so. Ja, den nehmen wir mal. Den Porter. Willkommen in Baja California. Die Sonne brennt und alles ist voll Sand. Dick Müller, Rookie des Jahres. Wobei eine Domination mit den Dingern kann ja auch heiter werden. Viel Glück euch allen. Oh, guck mal, ich halte fast mit am Anfang. Das ist neu. Aui! Ach, nein, 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 nein. Hey, Schweinehund. Du. Autoscooter. Warte mal, war es eine Domination? Oder was war's? Ach nee, es war... Ja doch, klar, jetzt habe ich sie damit Last Man Standing verwechselt. Also hier kann man ja auch gute Werte einfahren. Oh. Wenn man hinten ist, Hauptsache man kriegt die Sektoren da schnell. Was war das denn? Immer schön konzentrieren. Was ist das hier eigentlich, ein Fehler in der Matrix? Die ersten beiden sehen doch wieder sehr verdächtig gleich aus. Nee, nee, 2 und 3 meine ich. Beziehungsweise, warum stehen da eigentlich so hohe Zahlen bei der Anzeige? Oben rechts, ich kann das gerade nicht weiter checken, aber das sieht mir doch verdächtig aus. Oh. Hier, Katie. Oder sind das Punkte? Das Ding dominiere ich jetzt mal. Habe ich mir vorgenommen. So einfach ist das. Upsa. Wow! Lass mich durch. Ich habe noch Termine. Was? Verloren? Frechheit. So, hier fahren wir schön die Kurve außen lang. Da verliere ich nämlich gar keinen Schwung. Den habe ich gehalten. Okay. Ah, wow. Und hier darf ich nicht durch die Pfütze. Oioioi. Oh, jetzt gucken wir mal. Yeah. Okay, den einen muss ich irgendwie noch kriegen. Das hat nicht so recht geklappt. Verdammt. Oh nein, oh nein. Gehalten, okay. Gehalten ist okay, aber jetzt bin ich wieder... in meinem Problemsektor. Jetzt ist doch die Frage, oh, ob das dann reicht insgesamt, ja? Ob man, muss man irgendwie mehr als die Hälfte... Dritter, toll. Ah, oh, kurz nicht auf die Strecke geguckt. Ja gut, das ist ja schon die letzte Runde. Also da kann ich nicht mehr viel rausholen. Außer, dass ich jetzt die Zeiten ausbaue, dass mir keiner mehr was nehmen kann. Ah, Bruchpilot! Ja, ja. Lass mich mal hier. Ich weiß, was ich tue. Ja, also ich würde sagen, 3/4 kann man doch auch mal machen. Und die Kurve komme ich irgendwie nicht gut rum. Das spielt auch keine Rolle mehr. Denke ich mal. Ja, was heißt das jetzt insgesamt? Gerne doch. Das geht irgendwie, das bringt Punkte, ne? Naja, im ersten Sektor habe ich tatsächlich nur 4 Punkte, aber wenn man den Rest gut macht... Hey, Bruchpilot! Tolles Rennen! Die Rechnung geht doch locker auf. Ah,
kommt noch eins. Miller ist auch dabei. Hey, Bruchpilot. Dein Sieg beim letzten Mal hat einige Leute ganz schön gewurmt. Na, dann pass mal auf, was ich jetzt noch nachlege. Oh. Es ist genug Platz für uns beide. Nutze ihn. Ah, shit. Okay, ich mach das mal einfach weiter. Oh, oh. Na, nu. Das ist ja absurd, ne? Ich nehme das mit dem... Oha. Mit der Zufalls-KI doch zurück. Das war jetzt schon sehr verdächtig, dass die auch alle Scheiße bauen, wo ich so rausfliege. Na gut, gucken wir mal. Oha. Ah, ich bin noch nicht so gut dabei, weil ich jetzt echt nach hinten gefallen bin. Mal gucken, was man noch rausholen kann. Ach, hier geht's runter, das ist auch neu. Oder? Ne, ist halt eine andere Strecke als gerade eben, ja. So. Außenkurve, Schwung. Oh, sehr viel Schwung. So. Ach, hier, ich konnte beim ersten Mal noch gar nicht so auf die Strecke achten. Ne, ich bin noch in der ersten Runde. Oh, Hilfe. Ja, okay, mal gucken. Einen Sektor habe ich zumindest. Jawohl. Jetzt geht das so langsam. Oh. Wenn man keinen vor sich hat, ne, und nicht so kämpfen muss. Oh, man hat eher einen hinter sich, wie ich gerade merke. Dann hat man es auch leichter. Hier gute Zeiten. Wollte ja sagen, in den Asphalt zu brennen. Okay, das war nichts. Okay. Hey! Aber ist kein Asphalt. In den Schmutz zu graben. Marathon. Für bestimmte Kilometer. Ja, das ist scheiße hier. Ich muss noch mehr Sektoren rausholen. Bin doch jetzt schon eigentlich ein bisschen flotter unterwegs. Die letzten Kurven liefen nicht ganz so optimal, das stimmt. Oh, was? Da ist einer hängen geblieben, oder? Ah. Die Kurve ist ein bisschen gefährlich, aber das passt. Dominiert. Ich dachte, das müsste ich halten, wenn dann. Ah, jetzt läuft es doch gut. Ich habe die alle überholt hier. Da muss doch demnächst was bei rausspringen. Oh! Yes! Komm, komm, den letzten jetzt auch noch. Damit die Bilanz perfekt ist. Nein! Komm mir nicht in die Quere. Das stand nicht im Drehbuch. Yeah! Stimmt, das stand nicht im Drehbuch. Ich bin mehr so ein Impro-Schauspieler. Meine Fails kommen spontan. Ups, das war nicht optimal. Okay, war ja auch die letzte Runde. Jetzt noch ab ins Ziel hier. Puh. Ach, schön. Gratuliere. Gut gemacht. Hey, Bruchpilot. Ein tolles Rennen. Dein Sieg freut mich. Gut, ich habe ja gesagt, Marokko mal wieder, oder? Noch eine Domination. Na gut. Man kann ja gar nichts erkennen. Drei Runden und drei Runden. So. Ja, das machen wir mal. Dann probiere ich auch nochmal wild, genau. Dass so ewig kein Landrush mehr gekommen ist, ne? Ich verstehe das gar nicht. So,
So, 68.000 ist nicht viel. Da kann man sich gerade mal hier den hier aufpimpen zum Beispiel. Ich nehme einfach den. Kann man denn für einen schönen Lack nehmen? Ich habe sogar schon alle hier. Den finde ich schön. Ja. Jetzt wird's heftig. Jede Menge Staub und dann noch diese Hitze. Viel Glück. Justice will's heute wissen. Ich glaube, mit der Karre hier bin ich schon mal ganz gut gefahren. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Los geht's! Jetzt zeigt mal, was ihr könnt! Wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Gib nicht mir die Schuld! Boah, die sind zu stark in die Kurve reingegangen. Das ist erstmal wieder so. Hey! Also manchmal sind da Bodenwellen oder irgendwas. Habt ihr gesehen, ich habe eigentlich nichts Schlimmes gemacht, ne? Zack, mit einem Mal dreht er sich raus. Ich war vielleicht nicht ganz mittig auf der Straße, aber wenn man das Straße nennen kann. Aber trotzdem, okay, das könnte doch ein bisschen schwieriger werden. Immer ruhig und konstant. Ah. Ah, weg! Ein Konkurrent weniger. Ich steuere hart gegen. Das ist kaum möglich. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah! Okay, das wird irgendwie nichts, glaube ich. Oh Gott. Wo kamst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Irgendwie wird das hier nicht mit uns. Ha! Oh Gott! Ah, der eiert doch sehr krass. So richtig krieg ich den nicht unter Kontrolle. Das wird nix. So auf Anhieb. Na mal! Sage mal! Also nee. Okay, die baller ich jetzt auch noch rein. Irgendwie will das nicht hier. Jetzt habe ich keine mehr. Vielleicht muss man hier mehr auf der Strecke bleiben, sonst hat man Pech. Sag mal. Was geht denn hier ab? Hey! Hey! Ja, wenn man die Dinger auf Tempo hat, ne, die sind nicht zu kontrollieren. Und wenn man an der falschen Stelle vielleicht gleichzeitig Gas gibt und lenkt, vielleicht ist das nicht immer optimal. Sowas könnte man ja dann auch mal gelernt haben. Boah! Als Zuschauer weiß man ja immer nicht, wie sich das anfühlt. Aber hier live fühlt sich gerade echt fies an. Sag mal. Der bleibt halt auf seinem Kurs. Also man denkt man. Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Man lenkt so ein bisschen raus und er lenkt und lenkt und lenkt und du ahnst nichts Böses. Und dann fährt der voll raus. Das wird keine gute Bilanz hier. Ich weiß auch nicht, was ich noch drücken soll. Ich drück Bremse, ich drück Handbremse, ich drück Steuern wie blöde und er haut sich einfach in die Bande rein. Das ist richtiger Müll. Das ist gerade richtig scheiße. Ich weiß nicht, warum das nicht gut klappt. Da. Wir reagieren relativ spät, dass sie überhaupt richtig in eine Kurve gehen. Dann hat man schon so... Was? Wie kann sowas gehen? Dann hat man schon so... so stark eingelenkt, dass man sich denkt, passiert hier nochmal was? Und auf einmal passiert's und dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Dann geht's in die andere Richtung. Gut, einen dominiert ist jetzt nicht so... Da geht's wieder los hier in der Kurve. Mama mia. Ich glaube, ich muss vorsichtiger fahren. Ha. Oh.
Okay, okay, ich mach's vorsichtiger. Ich versuche, aus dem Fehler zu lernen. Sofort da! Ja, sobald der einem ausbricht, muss man echt richtig vorsichtig sein. Oh, hier ist ja schon vorbei. Das war sehr mies. Aber okay, mein Gott, mal wieder einen zweiten Platz, ne? Muss man auch mitleben. Zumal ja noch eins kommt. Beide Wiederholungen auch reingebuttert. Der neue Superstar fährt heute mit. Ich bin sehr gespannt. Ich muss heute gewinnen. Das sagt wohl jeder von sich selbst. Oh. Da bin ich doch jetzt schon ganz okay durchgekommen. Okay, jetzt geht's geradeaus weiter. Ach, Bruchpilot, konzentrier dich! Bruchpilot tut nichts anderes, als sich zu konzentrieren. So sieht das dann leider aus. Oh! Hier lang. Da. So, jetzt läuft doch wieder ein bisschen was. Oh. Gut, da muss man schon wieder gegenlenken. Man sieht's, ne? Okay, läuft. Läuft irgendwie. Och nö. Was? Läuft nicht. Schön geradeaus. Oh. Oh. Na, wirst du wohl brav sein? Ich meine, zumindest ist keiner hinter mir. Ich habe sie irgendwie alle schön hinter mir gelassen. Weiter hinter mir gelassen. Sagen wir mal so. Oh. Aber was heißt das? Das heißt natürlich nicht, dass man überall dominiert. Na, da, wie ich richtig gegenlenken musste. Ne? So, der vierte Sektor war mein schwacher Sektor. Ja, naja, zweiter. Aber gibt ja auch Punkte. So ist ja nicht. Man muss ja nicht alles dominieren, ne? Wenn man schon drei dominiert, dann sieht das ja eigentlich schon gut aus. Aber ob ich nochmal eine Chance habe, den vierten zu dominieren, ist die Frage. Weitspringer war das, okay. Und hier rum. Ah, so vorsichtig. Einmal gehalten. Okay, dann jetzt hier rum. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Innen lang. Kann man machen. Funktioniert. Okay. So, hopp. Jetzt vorsichtig den hier. Ja, irgendwie bin ich hier nicht gut. Keine Ahnung, was man da machen soll. Oder ob es jetzt zum Ende hin nochmal gereicht hat. Ah! Aber insgesamt hat es gereicht. Nee, den letzten habe ich nicht gehabt. Das war herausragend. So, hat
hat aber gut gereicht. Sieg. Insgesamt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für ein Rennen. Jetzt will ich es aber auch mit der Folge dann abschließen. Ich hätte eine Herausforderung. Unterbiete die vorgegebene Zeit. Ich wollte ja eigentlich mal wieder Trailblazer in Utah. Ist aber auch nicht viel gegeben in Utah, ne? Das Trailblazer wäre eine Runde. Was gibt's so in L.A.? Rallycross 2. Nee, das schaffe ich wieder nicht. Okay, dann machen wir Utah Trailblazer. Hat Utah auch was anderes außer Trailblazer? Da hatte ich doch schon mal einen. Naja. Ich probiere es auf wild. So, okay. Ach, nehme ich wieder den Pontiac. Mit welchem Luck? Mit dem Red Bull. Ja. Yeah. Das wird der absolute Hammer. Ein spektakulärer Anblick, diese Jay Taylor. Oh, das sieht schön aus. Blau-gelb. So, oh, das war nur eine kleine Ecke hier drin. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich nehme mal direkt die erste. Das Schildchen kam plötzlich. Okay. Verdammt. Oh, jetzt kommt eine relativ fiese Kurve. Bezogen auf die Geschwindigkeit. Muss man echt aufpassen hier, ne? Bei Trailblazer muss ich aufpassen. So, jetzt haben wir hier wieder eine... Ich nenne es mal eine 3. Boah. Okay, muss mich noch ein bisschen ranhalten. Ah, ah, oh, shit. Och, komm. Was sind das schon wieder? Okay, zugegeben, ich hatte bei dem Steinchen davor schon Glück, was ich touchiert hatte. Pegelt sich das ja noch ein, aber wahrscheinlich, also gefühlt, bin ich jetzt nicht besser geworden. Ha! Okay, das halten wir jetzt. Einmal eine Erfrischung genommen. Oh, 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 oh. Hoppala. Ja, das war ganz okay, würde ich sagen. Jetzt wieder hier durch die Schlucht durch. Oh. Ja. Da durchgeflitzt. Ich glaube, hier kann ich auch relativ durchdrücken zum Ende. Ist das schon das Ende? Na, auf jeden Fall bin ich gut dabei. Ich bleibe jetzt komplett auf dem Gas gerade.
guck mir ein bisschen die Minimap an. Sieht nicht so gefährlich aus. Das hätte durchaus noch ein Steinchen werden können. Stimmt schon. Oh, und ich habe keine Wiederholung mehr, ne? Das ist natürlich voll riskant. Ah ja, okay. Schauen wir mal. Aber jetzt ist doch hier gleich Schluss mit Strecke. Oh, was ist da los? Nicht, dass ich noch gegen den Gegner rausche. Okay. Ab durch den Riesenreifen. Ja! Yeah! Oh, der schleppt sie aber ins Ziel da hinter mir. Ach du Scheiße, dritter Platz. Ich war doch zwischenzeitlich immer Erster. Hey, Bruchpilot. Gut, dass du den dritten Platz gehalten hast. Das ist ja übel, aber es ist ziemlich knapp, ne? Es ist auf jeden Fall keine Sekunde. So kann man es vielleicht sagen. Ja, alles 3-11er-Zeiten da vorne. Naja, gut, dann ist das so. Ich habe jede Menge Lackierungen für dich. Du willst Upgrades? Du hast sie. Ah, und ein schöner Cash-Bonus. Hat sich doch gelohnt. Du hast die Qualifikation für das Königsevent geschafft. Die X-Games von Amerika. Ah, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Mit Europa war ich ja erfolgreich. Asien, naja, war schon so mittel nur. Bleiben wir mal da. Ansonsten, gutes Folgenende gefunden hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dirt 2. Seid dabei. Also bis dann. Tschüss.